Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Way Out. Für die Leute unter euch, die sich das bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt jetzt angesehen haben, vielen lieben Dank, dass ihr euch überhaupt die Mühe und auch die Kraft gegeben habt, uns zuzuschauen. Ich hatte keine Hobbys. Wir haben hier Spaß und zocken, aber ihr, was macht ihr? Auf jeden Fall herzlich willkommen, jetzt geht's direkt weiter. Wir hatten ja damit aufgehört, dass wir diese Tankstelle rauben. Wir haben noch kurz mit Era darüber diskutiert, für welchen Weg wir uns entscheiden sollten und haben uns jetzt letztendlich dafür entschieden, dass die Waffe Vincent kriegt. Ja, der Vincent hatte bisher immer die klügeren Entscheidungen, aber das lag auch daran, dass wir ganz am Anfang, wo wir was über die Charaktere gelesen haben, über die Figuren, da stand er rational, diszipliniert. Und bei mir war es eher sarkastisch und ja, so ein Draufginger halt. Aber ich finde das beides, ich finde beides hat sein Flair. Aber wir gehen jetzt rein, rauben den Ryan Rogers aus. Den knöpfen wir uns jetzt vor. Ich habe gerade noch hier die Schilder gelesen, deshalb war ich jetzt kurz gut still. So. 10 Gels of Gas per Customer. Naja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Action, oder? Guck mal, ich kann mich noch kurz unterhalten. Soll ich mich unterhalten? Ja, mach mal. Vielleicht kriegen wir Informationen raus. What do you want? Someone woke up on the wrong side this morning. This country is on the wrong side. Just look at these gas prices. Was machst du? Ja, die Preise sind echt hoch. Yeah, prices are high. Tell me something I don't know. Maybe I can. Alles gut. I was at another station. About a mile back that way. It had much cheaper gas than this. Check it out. You serious? Yeah. Er lockt ihn weg. They're much cheaper. Wir schicken den Zeugen weg. Das ist richtig schlau. Thanks, buddy. I'll check it out. Have a good one. Das hätte ich mal in Frage gestellt, warum wir hier stehen, weißt du? Was haben wir hier verloren, wenn Benzin doch dort so viel billiger ist? Warte, fährt er jetzt wirklich weg? Folg ihm mal bitte. Ach nee, der läuft weg. Wie soll der denn fahren, wenn er kein Benzin hat? Fahrrad? Boah, wir könnten so einen richtig geilen Tag live machen aus mir. Mach ich aber nicht. Ich will gucken, wo der gerade ist. Der ist nur um die Ecke. Der chillt da nur. I should head back. Na, die erlauben uns das gar nicht. Komm, du kommst auch nicht weiter. Der hat sich verpisst, guck mal. Der ist um die Ecke da. Ja, da ist aber nichts. Guck mal, da ist Gitter. Der ist bestimmt in den Toiletten da drin. I got a job. Der chillt da? Nein, wer auch immer. Komm her. Ach, dieses Spiel. Komm her. Okay, kann ich halt nicht Knarre okay, jetzt keinen Bullshit machen. Jetzt ich hab keine Ahnung, wie ich die Knarre zu. Ja, du weißt nicht, wie man mit Waffen umgeht, ne? Ja, du weißt es ja sehr. Meine ne? jahrelange Battlefield Call of Duty GTA 5 ich Erfahrung. Ich hab gesagt, lass Leo die Waffe geben, aber nein! Komm. Hä? Nein, wir müssen hier rüber. Warte, lass. Warte. Lass erstmal ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt's ja hier ein Minigame. Den können wir wegschicken. Hey, you okay? Sure. Why you asking? Du siehst verschreckt aus. Ja, ja, ja. Cause you looked a little freaked out. Ah, ich könnte hier was irgendwas drehen. You sure? Yeah, just leave me alone. I miss fishing. Was ist mit seinen Haaren los? Das ist der Dings. Greenscreen. Ich weiß schon, was das sieht, also dieses Dinger da. Hä, nein, hier ist gar nichts. Doch, da vor dir ist was. Hier ist kein Gitter. Was machst du denn da? Ich hab keine Ahnung, ich hab so eine Angel. Wie kann ich den jetzt hier verscheuchten? Geil, ich liebe Hast du bezahlt dafür? Nein, die sind kostenlos. Nice. Ich brauche gerade in echt auch einen Kaugummi. Können wir mal gleich zu dem Kiosk fahren und einen Kaugummi holen? Sollen wir mal sabotieren? Dann lenken wir den Typen ab. Damn, I'm really thirsty. Ah, hier haben wir Kunden. Ich schicke den Kunden weg. Wenn wir das können, natürlich. Guck mal, ich trinke jetzt auch nichts. How are you doing? I'm good. It's just that everything costs. Guck mal seine Haare. Meine sind gerade auch nicht anders. Woanders ist es billiger. You know, I think there's a grocery store down the street. A lot cheaper. Du erzählst immer nur von deinen Schnäppchen, den du kennst. Yeah. It's about a 10-minute walk from here. Dann mach mal bei dem hier auch bitte. Ich krieg den nicht weg. Okay. That's great. Okay. Thanks for the tip. Ich guck mich in der Zeit einfach um. I'm gonna take my turn. Dass Werbung heutzutage so einfach funktioniert. Wenn du einen Laden aufmachst, gehst du einfach in andere Läden rein und sagst, ey Mann, der Laden da unten ist viel günstiger, Alter. Was machst du hier? Whoa, hey, don't sneak up on me like that. Sorry. Ist alles okay? Das ist meins. Get out my car.
Ich würde sagen, ist alles okay. Dann machen wir das. Look, I didn't mean to scare you. Tja, haben sie aber. My apologies, okay? It won't happen. Ach, Kacke, Alter, der verpisst sich nicht. Egal, dann ballern wir den mit ab, wenn da irgendwas ist. Jetzt kommen wir, gehen wir zu. Ich will noch einmal mal. You need help with something, honey? Nah, just look around. Ich will auch kommen. Go ahead, look around. Why are you looking at me? Ja. Sie sehen nett aus. I don't know. You kind of look nice. You don't look too bad yourself. Ooh. Thanks. Too bad I'm married, though. Your loss, honey. I guess you can't have it all, right? Dialoge bestehen daraus, dass man eine Entscheidung treffen darf und dann das Dialog zu Ende geht. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Get out my way. Das Dialog habe ich gerade. Can I help you with something? I have no idea. Bist du ready? Bist ja, du warte, ready? Warte. Ich probiere es noch. Kann ich hier noch einmal mit dem interagieren? Nein, nein, komm her. Ich sag. Ja, okay. Let's go. Hey, ma'am. I don't want to use this gun. So please open the register for me. Mal sehen, ob deine Taktik funktioniert, mein Lieber. Time. There's barely any money in there. Let me be the judge of that. Open it, please. Here, look. There's a safe in the back, isn't there? No, there isn't. Oh, da ist ein Safe. Hands up, ma'am. Da ist sowas von ein Everybody Safe. Stay calm. Da ist doch nur einer. Vincent, da ist nur einer. There's a safe in the back. We should check it out. Warum schreit der aber so rum? Keine Ahnung, bleib mal bei dieser Fetten hier. Ich kann zielen. Ja, lass es lieber. Soll ich ihren Angst einjagen? Ach, guck mal, komm nach hinten. Let me go! Vincent! Du kriegst es alleine. Komm nach hinten. Here, boah. You fucking piece of shit. Jetzt macht die Frau davor. Ich wusste es, die Frau macht was. Ich wusste es. Geh schnell nach vorne, geh schnell nach vorne. Baller sie ab, Alter. Give me the gun. Don't move. I'm just gonna go. You know what? Guck mal dahinter, der Typ. Ja, der verschwindet. Ja, haut ab. Nobody move. Unnötig. Was soll ich machen? Ich brauch den Code für safe. Ich brauch den Code für safe, ja, wo muss der sein? Dabei. Guck mal hinter der Theke bei ihr. We need the combination. I don't have it. Woman! I don't want to hurt you, but I will. Just give me the combination. Sie hat den auf jeden Fall. Okay, relax. 1, 2, 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7. Don't move. Don't move, I will blast your head. Alarm. Warum geht Alarm an, wenn ich einen Code eingebe? Ich keine Ahnung. Das macht keinen Sinn. Beeil dich, beeil dich. Wow, das war wie viel? $12.13. Beeil dich, mein Dude. Ich beeil mich doch. So unnötig. Wer fährt? Ich fahre. Lass mich diesmal fahren. Verpiss dich. Steig einfach ein. What's going on? Calm down, son. Calm down. Dieser Typ da, der, ja, der gehörte zur Story, deshalb wollte der nicht raus. Der wollte nämlich die Bullen, der sollte nämlich die Bullen. Der müsste. Wow, was für eine Ausbildung hatte der bloß. Und dann packt er noch auf den Bahnparkplatz. God damn it. Voll Idiot. Das hat er noch nicht mal bemerkt. Doch, doch schon. This is Johnson. I responded to you in 211. This is Johnson. Sind wir weg? Anscheinend ja. Ging ja einfacher als gedacht. Ja, yeah, no problem. Just make sure to bring the goods, okay? Können wir das ein bisschen leiser stellen, vielleicht? Yeah, I know where that is. Got it. Minimal. Passt doch, oder? Bisschen mehr. Ist das okay? So. Passt. Okay. We got the guns. You trust us. Wir haben die Waffen. Oh mein Gott, was für Waffen haben wir denn? Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. My heart is. Wo er recht hat, hat er recht. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Relax. Mr. Paranoid. Besides, relax. She owes me one. Relax, my dude. Now let's go get those guns. You say so. You need to relax more, alright? Weißt du was? Ich entspanne mich jetzt auch. Ich bin die ganze Zeit entspannt. Nein, nein, ich meine wegen dem Mikrofon. Dann lege ich mich auch ein bisschen nach hinten. So. Ach, passt doch, oder? Perfekt. Was ist das für eine Hütte? Deine. Das ist nicht meine Hütte. Das sieht doch nicht nach meiner Frau aus. Demnächst schon. Das ist wohl unsere Waffenverkäuferin. Oder die Verkäuferin. Frau. Das wäre mal interessant. Das wäre mal echt interessant. Was ist darin interessant? Eine Waffenverkäuferin habe ich noch nie. Leo? Du bist so sexistisch, Reed. I'm good. Who's this guy?
Don't worry, he's with me. Oh, he's with you. Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with what, you. What, you have a problem with me? Yeah, wollen wir das Leo zu trinken? Ich würde Leo, ja. Ja, machen wir Leo. Who the fuck is this guy? Whoa, 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 relax. Put the gun down. Jasmine, put the gun down. Come on. I told you, he's with me. Leo ist eigentlich so hässlich. Let's just do this, fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Okay, but it's the last time. And then we're even. Boah, krass, Alter. Na, was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Here. This should be more than enough. Hurry up. Können wir uns die auch aussuchen? Ja, oder? Ich weiß es nicht, deswegen. Och, nicht schon wieder so eine Scheißkamera. Waffe wählen und testen. Auch noch testen. Geht's ach, geil, okay. Ey, geil. Dann nehme ich natürlich. Glaub, ich nehme die hier. M4 war mir noch klar, Alter. Sonst hätte ich mir die nicht genommen. Du kannst ja noch die. Da ist noch ein anderes Gewehr. Ja, ich weiß nicht, ob ich so eine Schrotflinte oder sowas nehmen würde. Nee, ich würde nicht eine Schrotflinte nehmen. Was ist. Ich würde aber gerne wissen, ob das. Ist das ein Scharfschützengewehr oder sowas? Vollautomatisch. Sonst würde ich eigentlich auch die vollautomatische nehmen. Nice. Dann nehme ich auch die MP5. MP5. For close quarters combat. Ja. Any good abrollen. Place for target practice around here? Okay, was? Man kann jetzt endlich richtig zielen und schießen. Those empty that do the trick. Leerstehende Häuser. Leerstehende Häuser hinter dir. Irgendwo leerstehende Häuser, hat er gesagt, kann man draufballern. Man kann aber, glaube ich, gar nicht nachladen. Oder? Doch, der lädt nach, also ich glaube, der lädt automatisch nach, ja, wenn eben, du. Das meine ich, ja. Wenn du leer bist. Das steht neben deinem Visier. Also, Fadenkreuz. Nein, auch wenn du. Haben wir jetzt genug getestet? Hey, ich finde die Waffe in Ordnung. Try to shoot this ball. Warte. Versuch mal die Flasche. Ja, warte, ich lade nach. Boah, das sieht so geil aus, Alter. Bereit? Give me a second. Das ist schwierig. Ich sehe die noch nicht mal. Schwierig. Weiter vorne, nein, geh nicht so weit hinten. Da vorne, ja. Versuch die zu. Ich steh direkt neben dir. Oder so. Mach. Das ist doch schwieriger. Das ist schwierig. Geh mal dahin und versuch mal in meine Richtung zu schießen. Jetzt nicht auf mich, aber eher so ungefähr. Ja, ich werde das nicht hinkriegen, mach. Das ist doch einfacher als dahin. Really? Warte, geh du mal werfen. Das ist schwierig, vertraue. Ich weiß, ich sehe es ja. Aber ich will mal gucken, wenn man das so macht. Wirf mal einmal, damit ich sehe, okay, die gehen in die Richtung. Sie? Seriously? I'm trying! Oh, come on, what was that? I hit it! Getroffen. You see? You're a horrible shot, Leo. I was blinded by the sun. Ich glaube, dafür kriegt man bestimmt eine Trophäe. I'm trying! Hey, dann heute noch. Bisschen höher. Wirfst du immer gleich auf der gleichen Höhe? Ja, ich mach so nichts anderes höher. Nochmal. Mach nochmal. Ja. Oh, come on, what was that? I hit it! You're a horrible shot, Leo. Nee, du wirfst nicht immer gleich. Ich weiß, ich wollte nur gucken. Da, der war geil. I'm the man! Oh, come on, what was that? I hit it! Lass mich wieder. Einmal noch. Ah, warte, okay, geh mal. Ready? Mhm. You're a horrible shot. Okay, mach du wieder. Ich will mal die anderen Waffen ausprobieren, ganz schnell. Wie kann man denn nachladen, Mann? Das muss das geht gehen. Automatisch, glaube ich. Das ist geil. Abrollen, ne? Guck mal, was für ein kranker Typ das ist, Alter. Ach, R1 nachladen. Ach, R1 ist bei dir RB. RB? Ja. Right Bumper. Was war das? R1. M14? Das ist für längere Distanzen, oder? Sieht so aus. Ja. Ja. Noch was in der Ebene? Doch, das. Nee.
Also ich finde die eigentlich ganz geil hier. Ja. Ich will nochmal. Okay, ich nehme auch die MP5. Komm, ich werfe Flaschen. Da müsstest du eigentlich mit der, was du gerade da hattest, müsstest du auch die Flaschen gut treffen können. Meinst du? Ich denke eher weniger. Really? I'll get it next time. Oh, das war schon knapp. Yeah, Mann. Man, you suck. Shut up, das war hell. Das ging doch schon voll in die gute Richtung. Yeah, Mann, das war doch gut. Das war gut. Okay, komm. Ich nehme auf jeden Fall die MP5. Alles gut, lass gehen. Kannst fahren. Okay, ich kann jetzt auf jeden Fall schießen. Hör auf mich zu ballern. Kann ich das? Warte. Nein, sorry. Geht eh nicht. Von daher. Geht echt nicht. Knapp, Alter. Okay, es reicht. Können wir die Frau ballern? Ich wette, hier ist noch irgendwas. Haben wir keine Zeugen? Hier ist bestimmt noch irgendwo was. Waffe wählen und testen, das war's. Wir sind halt nicht durch. Komm, das abhauen. Lass einfach abhauen. Das wird einfach nur zu lange dauern. Hier ist sonst nichts. Ich will nur mal gucken, ob hier noch irgendwas Cooles ist. Guck ansonsten können wir gehen. Hey Leo, ready to leave? What's the rush? Let's try the guns. Lots of things to shoot at. Was willst du noch ausprobieren? Junge, ich bin so ein Leo und du willst einfach weg. Wir haben einfach die perfekten Charaktere ausgewählt. Ja. Also zumindest was Schießen angeht, habe ich immer Bock. Aber, ja. Für mich ist es echt schwierig, mit dem Controller zu zielen. Wirklich? Ach ja, du bist ja eher PC-Gamer. Warte mal, ich kann doch gleichzeitig mit der Maus, oder? Ja, klar kannst du. Ja, okay, ich will jetzt mal ziehen. Schmeiß okay, mal dann machen wir jetzt die Flaschen. Boah, ich will nicht das ist natürlich unfair, warte. Muss man ja mal sagen, ne? Ja, also, ich hab Ego-Shoot auch schon mal auf PC gespielt, ich weiß, was das ist. Das ist was ganz anderes, wie du da hinterher fliegen kannst mit dem Fadenkreuz, ne? Ja. Das ist schon schwierig. Aber keine getroffen bisher. Nice shot! Wait a minute, I'm reloading, bro! Go for it. It's hard. Impressive, sehr gut. Well, I've been practicing. Reicht jetzt auch. Okay. Hey, entspann dich. Wie hieß so. Die nette Dame nochmal? Ich glaube, sie hat ihren Namen gar nicht gesagt, oder? Jasmine. Echt? Hat sie gesagt? Ja, Jasmine. Der hat doch irgendwo gesagt, Jasmine, stop, oder irgendwie sowas. Deswegen, Jasmine, auf jeden Fall vielen lieben Dank. Auch sehr nice von dir. Und mit den Waffen gehen wir jetzt ab. Was macht die da? Wir haben nur alles zerballert hier. Ich dachte, die ruft da jemanden an oder so. Das wollen wir nicht, ne, Jasmine? Oh. Die hat ein Gesicht, Alter, ich kann dir nicht vertrauen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß was du meinst. Was machen wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Ja, wir haben jetzt die Waffenfahrt nach Mexiko, ja. Oder nicht? Also können noch fahren oder fliegen? Fliegen, ja. Ja, fliegen würde ich sagen, oder? So langsam wird das echt interessant. Mhm. Ah, siehst du? Ja, ich hätte der Jasmine auch nicht vertraut. Ich hab's doch auch gesagt. Guck sie dir mal an. Oder sie ruft jetzt Dings an. Den. Ich kann mir seinen Namen einfach nicht Harvey. Merken. Harvey, genau. Ich will ihm irgendwas hey, mit W sagen. It's me. I got some information about Leo. Okay, ja. You know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost you. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. Krass. Harvey! Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. Jetzt wird's interessant. Yes, gut, dass wir jetzt Waffen haben. Ja, was heißt gut, dass wir jetzt Waffen haben? Hätten wir die Waffen nicht gekauft, dann hätten die nicht gewusst, wo wir sind. Dann hätten die auch keinen Typen angehört. Stimmt auch wieder. Von daher. Bruh! You have to think twice. Deine schwangere. Wie hieß die denn? Weißt du noch, wie deine Frau hieß? Ich weiß es. Deine hieß Linda. Ah. Beginnt mit C. Carolyn? Ja, nimm das Innen weg. Carolyn. Vielleicht heißt sie auch Carolyn. Ich weiß es nicht. Oh. Das Baby kommt. Und genau Bro. In dem Moment platzt Vincent rein, oder? Wieso? Er musste auch seine Familie besuchen. Stimmt, er war ja noch nie bei seiner stimmt. Familie. Kann echt sein. Bevor sie hinlegen. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. And I'm all alone.
send an ambulance. What's your address, ma'am? Jetzt kommt Vincent. Jetzt wäre der Moment, wo Vincent reinkommen könnte und sie ihn vergeben würde, weißt du, was ich meine? Meinst du? Ja, Mann. Das sieht alles sehr... Hey, can you stop by that phone booth over there? Der ruft nur an. Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Ihr habt doch einen Wagen, Alter. The calm before the storm. Wer ist das da an dem Fenster? Oh, das well, ist uninteressant. There's your phone. Yep. Und was machst du jetzt? Ich glaube nicht, dass es uninteressant ist. Vielleicht erkennt uns jemand. Vielleicht erkennt uns jemand. Vielleicht erkennt jemand unser Gesicht. Geh du erstmal telefonieren, ich guck mich wieder um. Hallo, da ist das Telefon. Ja, ich guck noch, ob man mit dem irgendwie interagieren kann. Ich weiß, wo die Telefonzelle ist. Danke dafür! Danke auf jeden Fall dafür, sonst hätte ich mich fast verlaufen. I still don't have any change for the call. Nice. Ja, okay, ich hab kein Kleingeld, was machen wir? Jesus, man. You're a mess. Wie nett. Sie sind ja total im Arsch. Just leave me alone. Der Kleingeld, hier. Ja. Wie war der Krieg? Nein, ich muss zum Kiosk. You know, over there. What? Vietnam? Yeah. Was it as bad as they say? It's worse. Can I help you with something? War, man. Yeah. Please don't get me started. I won't. Sorry, but you have to buy something first. Komm, dann schnell was. What do you recommend? For you? Ah, I have some top-notch girly magazines. Das ist genau das Richtige für dich. Hm. Genau das Richtige. Cigarettes. Filtered. Sure. Nur jetzt ein paar. Here you go. You're welcome. Thanks. Kleingeld hat jetzt Euro, oder? Oh, I didn't. Bad move, man. Did you fucking mind? We're talking here. Ja, nur zu Telefon zu. Yeah, I do mind. Oh. Just like your girlfriend here did when you were flirting with another girl. Musst du dich mit Schwierigkeiten stecken, Leo? Okay, okay. Look, I'm sorry. I'm not the one you should apologize to. Fine, all right, I'm sorry. Say it like hast du gehört, wie die Telefon I'm sehen, really, die Telefon really Zählen sorry. Hieß? I don't believe you. Guck dir das mal, ja. Du lachst dich tot. Hey, it's Vincent. Doch nicht yeah, hier, bei dem Telefonat. Thanks. Was? I need to fly somewhere. Was mein? Ach so. tomorrow. Can you make that work? Okay, great. Ich setz dich mal hinter mir. Ich glaube, es nicht zu sehen. What? Deine Frau. Deine Frau, ja. When? Die Musik verrät schon so vieles. Ja. Where is she? Du solltest lieber zum Auto kommen. Okay. Statt, ich bin eh weg. Okay, okay. Was bedeutet, ich Thanks. Bin eh weg? Haus ab, oder was? Ja, siehst du doch. Ich brauch dich doch mal, Dude! Ich auf die Stimmung kaputt zu machen. Ich bin ist ernst. Okay. Hey, did you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? You okay? I'm fine, but I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away, but something happened and I need to be there, all right? Vincent, we've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me! I can't talk about it. Oh nein, jetzt kommen die Missgeburten. Hell no! Wie schnell kann man uns erfinden? Wenn die wussten doch genau, wo sie. Wo ja, sind. Aber wir haben die Waffen noch komplett irgendwo anders gekauft. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, Mann. Der Typ gefällt mir nicht. Guck jetzt werden wir gesniped, Alter. Gesniped mit einer okay. Pistole? Fine. Call of Duty Spieler, du Alter. It's my wife. She's. Oh shit! Quickscope. Ohne Visier. It's time to run. Ja, scheint so. Wieder mal. Oh, it's time to shoot. We need to find a way out. There's no time for that. We have to go. Nein, nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Wenn wir es geschafft haben, okay? Wo lang geht es? Do you have any idea? Quick, come here. Leo, hold on. I'll help you barricade the door. Typ kommt. Ich finde das voll cool, dass wir das gleichzeitig sehen können. Ja, ja. Hop, hop, hop. This should buy some time. We gotta get out of here. I know. Up there, the vent.
I see it. Hier. Kommen wir hoch. Ach, da. Leo, get out there and I'll push her across. Hä? Ach, wie behindert. Scheiße, wie kommen wir da hoch? Hier. Okay, dann geh da hoch, ja. Schieb das und ich schieb dich schnell rüber. Reich. Spring. Und jetzt? Weiß ich nicht, Mann. Get over here. I'll help you up. Der wird doch niemals da durchkommen. Was macht der denn, Alter? Da ist ein riesen Schrank davor. Der muss doch auch einen Weg nehmen. Der findet irgendeinen Weg. Oh, shit. Wir sollten lieber schnell rein. Der ist doch... Tipp doch! Sorry, ich hab's gesehen. Was? Wie kriegt er den riesen Schrank da weg? Keine Ahnung. Jetzt geht's um die Wurst. Wie sieht der uns von da aus? Das geht nicht. Warte. Mitschieben. Schieben, ja, wollte ich gerade sagen. Schieb. Achso, das muss mitkommen. Vielleicht sieht er uns doch. Was soll er machen? Wir können doch nur schieben. We can control the next one from here. Get behind it. Get behind it, Leo. Was? Get behind it. Ich bin behind it. Guck nach unten, was ist denn hier schießt, oder? Toll, wie komme ich jetzt rüber? Alter, der hat mich. Ja, pass auf, Alter. Überwältigen. Vincent, hurry! Vincent, run! Vincent is not running, du musst tippen. Junge, ich verliere. Schade, das hätte man nicht einfacher lösen können, ne? Ey, du musst jetzt schon irgendwas tippen. Das sieht doch gut aus. Oh, ich muss irgendwas ziehen. Wir sind beide Mörder. Ja, aber das ging easy. Das ging verdammt easy, aber wir sind beide Mörder. Wenn gleich nicht die Polizei auftaucht, dann weiß ich auch nicht. Look, I don't know what's going on with you. But we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah, I know. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure, it's great. Thanks. Mit 43 ein Kind. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. It's just... It's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know, you're right. Of course I am. Das könnte so ein Moment sein, you know, wo ich alleine weitermachen muss. Weißt du, was ich meine? Ich hab mal... Also, was? Hast du mir das erzählt? Ja, irgendwo wird es auf jeden Fall alleine weitergehen. Also, mal wirst du alleine haben, mal werde ich mal alleine was machen. Aber ich glaube, es könnte echt sein, dass ich jetzt alleine bin. Aber ich habe auch gelesen, dass es jetzt nicht allzu lange geht, dass man mal alleine was macht. Also, ich denke jetzt echt nicht, dass es was weiß ich, 5 Minuten oder so geht. Das ist sogar viel zu viel, wäre das. Das ist echt viel zu viel. Schon wieder im Flieger. Ich würde so gern wissen, was das auf sich hat, der Flieger. I could tell it was your first kid. You could. Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. Sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your
wife. Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. Das ist schon krass. Also, die Story ist schon nicht so schlecht. Eben, das fesselt direkt einen mit, ey. Komm, park mitten auf die Straße. Das wäre doch mal was. Es wird aber schwierig sein, weil es ist ein Krankenhaus. Es sind bestimmt Polizisten und die zwei werden gesucht. Ja. Da würde ich sagen, bevor Vincent, wir mit dieser Mission beginnen, she should know. Bevor wir mit der Mission beginnen, würde ich sagen, setzen wir dann in den Cut, oder was sagst du? Ja, da bin ich auch für. Super. Gut. Selbe Prozedur, Freunde. Wir danken euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wünsche, Anregungen gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, wir küssen eure Augen. Ciao!